Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom WinLab. Im heutigen Workshop zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie eine Trapunto-Stickerei realisiert werden kann. Beginnen wir dafür mit dem Erstellen der Datei. Öffnet Adobe Illustrator und legt euch dort ein Rechteck und euer gewünschtes Stickmuster an. Bestimmt dabei bereits die Maße des Rechtecks und achtet darauf, dass sowohl dieser Bestandteil der Stickerei als auch euer Motiv an sich keine Füllfarbe haben. Damit das Stickprogramm die einzelnen Schritte besser unterscheiden kann, ist es wichtig, eine andere Farbe für jeden Bestandteil der Stickerei zu wählen. Der innere Rahmen des gewählten Musters muss ein Stück kleiner sein als der äußere. Das könnt ihr besonders präzise erzielen, wenn ihr die Gruppierung eures Musters aufhebt. Dadurch können in diesem Fall die Zahlen einzeln verschoben und angeordnet werden. Nachdem das geschehen ist, wird die Datei im EMF-Format exportiert. Öffne die Datei im Anschluss mit dem dafür vorgesehenen Stickprogramm. Wenn ihr solch ein Projekt bei uns im Lab umsetzen möchtet, wird euch dieses Programm natürlich zur Verfügung gestellt. Wurde die Datei importiert, könnt ihr sehen, in welcher Reihenfolge die Stickerei später ausgeführt wird. Im Anschluss speichert ihr diese Datei im PS-Format ab. Für die Trapunto-Stickerei benötigt ihr Stickvlies, Klebevlies, Stickschaum, temporären Klebstoff, speziell für Textilien und euren gewünschten Stoff bzw. euer ausgewähltes Kleidungsstück. Thank you.
Als nächsten Schritt müssen die einzelnen Fließarten auf die Stickrahmengröße zugeschnitten werden. Ist das geschehen, können diese in den Stickrahmen eingespannt werden. Achtet darauf, dass sich das Stickvlies unter dem Klebevlies befindet und dieses wiederum mit der glänzenden Seite nach oben eingespannt wird. Legt den Rahmen danach in die Stickmaschine ein und startet den ersten Stickvorgang. Nachdem das Rechteck zur Orientierung gestickt wurde, kann im nächsten Schritt der Stickschaum auf die dafür passende Größe zugeschnitten werden. Besprüht das ausgeschnittene Stück im Anschluss mit Textilkleber und bringt es auf die dafür vorgesehene Fläche mit ein wenig Druck auf. Nachdem der Stickrahmen wieder in die Maschine eingespannt wurde, kann der zweite Stickvorgang gestartet werden. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, muss das Motiv entgittert werden. Größere Stücke könnt ihr mit den Fingern abreißen. Für kleinere Flächen könnt ihr euch eine Pinzette oder kleine Schere zu Hilfe nehmen. Achtet darauf, dass kein Faden aufgetrennt wird, euer eigentliches Motiv intakt bleibt und ihr nicht das Vlies kaputt macht. Ist das Motiv vollständig entgittert, kann euer Stoff auf dem Vlies mit Nadeln befestigt werden. Dabei wird dieser nicht mit in den Stickrahmen eingespannt, sondern lediglich auf der Oberfläche festgepinnt. Im Anschluss kann der dritte und letzte Stickvorgang ausgeführt werden. The life of dreams is moving faster. We'll never know. Swing me down.
ist euer Trapunto-Stickmotiv fertig. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert unseren Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal!